Mein Name ist Christiane Meyer, ich trage den Künstlernamen Miga, was wörtlich übersetzt Feuer Tanz bedeutet und was hinter dieser Kunst steckt und warum es mit Sport, Spiel und Gesundheit Hand in Hand geht, das möchte ich heute erläutern. Objektmanipulation. Im Grunde bedeutet das Spielen und Tanzen mit Objekten. Diese können beispielsweise gedreht, geworfen, jongliert, gerollt, isoliert oder sonst wie kreativ verwendet werden. Sich den Bewegungen mit dem Objekt hinzugeben, macht nicht nur unglaublich Spaß, sondern kann auch echt befreiend wirken. Ich bin seit dem 4. Lebensjahr im Tanz, vor allem im Ballettunterricht und habe mich seit jeher auch für Zirkus und Theater interessiert. Und daher geht die Objektmanipulation für mich einher mit Tanz und anderen Künsten. Unter Flow, zu Englisch fließen, versteht man den optimalen und als glückselig empfundenen Bewusstseinszustand, der entsteht, wenn man sich einer Tätigkeit völlig hingibt. Im Flow-Zustand verschwindet dann das Zeitgefühl und der Fokus nimmt drastisch zu. Flow Arts. Dementsprechend sind all jene Gegenstände, mit denen man in der Bewegung, in der Hingabe diesen Flow-Zustand erreichen kann. Typische Flow-Arts sind beispielsweise Poi, Stäbe oder der Hula-Hoop-Reifen. Fördern nicht nur Ausdauer, Koordination und Kraft, sondern auch Intelligenz, Kreativität und durch die weltweite Community auch den sozialen Austausch. Zudem sind sie perfekte Social Distancing-Geräte und ein idealer Beschäftigungsgegenstand, falls es nochmal zu einem Lockdown kommt. Nun
kommen wir zu einem visuell ganz besonders schönen Thema. Das ist der Feuer- und Lichtertanz. Ich denke, die Menschen sind seit jeher begeistert, fasziniert vom Feuer. Und der Feuertanz bringt das dann auf eine nächste, auf eine künstlerische Ebene. Ich selbst habe die Feuershows zum ersten Mal gesehen als Touristenprogramm am Strand in Thailand und bin seither total hingerissen davon, habe mir Flow Arts mit ins Gepäck gepackt und unterrichte und performe mit dieser Kunst weltweit. Meine Feuer- und Lichtershows sind vor allem gebucht für Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeste, aber auch für Weihnachtsmärkte, Messen, Videodrehs oder Festivals. In der Regel begeistern sie jedes Publikum, sie sind individuell anpassbar und können unglaublich spektakuläre Ausmaße annehmen. Das sieht dann circa so aus. Corona-bedingt sind bei mir leider auch sehr viele Shows ausgefallen. Deswegen habe ich einen weiteren Schwerpunkt auf das Unterrichten gelegt. Das geht bei mir online oder auch in persona, solo oder in Kleingruppen. Und zwar unterrichte ich Tanz, Flow Arts oder sogar den Umgang mit Feuer. Wer seinem Event ein Highlight setzen möchte mit einer Show oder an Unterricht interessiert ist, der darf mir sehr gern eine Mail schreiben oder mal auf meiner Homepage vorbeischauen. Ich freue mich über die Kontaktaufnahme, bedanke mich fürs Zusehen und sag bis zum nächsten Mal.
Typische Flowarts sind beispielsweise Bälle, Poi, Poi oder Poi. Sich den um... What happened? Got some background music. Gedreht, gezwirbelt, balanciert, Objektmanipulation. Was ist das? Objektmanipulation. Was für ein komisches Wort. Yep. Oh, ouch.